Juhu, endlich wieder Schnitzel und noch jede Menge mehr Deftiges aus Österreich. Szenekoch Mario Lohninger betreibt in Frankfurt am Main ein österreichisches Restaurant. Er bringt seine Heimatküche direkt zu uns nach Hause. Und wie lecker die schmeckt, darf dieses Pärchen testen. Die Vorspeise? Kärntner Schlutzkrapfen. Für seine geschmackigen Schlutzkrapfen braucht der 47-Jährige Mehl, Eier, Olivenöl und Salz. Wenn du das Salz in das Ei reingibst und es vielleicht ein paar Minuten ziehen lässt, dann wird das Ei ein bisschen farbiger. Gell? Der Spitzenkoch, der schon mit einem Stern ausgezeichnet wurde, lässt so feinsten Nudelteig entstehen. Der Teig ist von Tal zu Tal nochmal anders. Der eine brennt ihn ab mit Roggen, der andere mischt Weizen. Ich bin jetzt auf meinen glutenfreien Teig umgestiegen. Die Schlutzkrapfen schmecken auch mit ganz normalem Weizenmehl. Seiner Heimatliebe zum Trotz zog es den Pinzgauer schon früh weg von den Bergen. In Österreich gibt es viele schöne Sachen, ne? Vor allem die Natur. Die Menschen sind gut drauf. Ist ja ganz klar, wenn du in der schönen Natur bist, bist du ja viel ausgeglichener. Deswegen bin ich trotzdem in Frankfurt gestrandet. Der feste Nudelteig soll keine Feuchtigkeit verlieren und muss in Folie gepackt 2 Stunden lang durchkühlen. Wo ich herkomme, aus dem Pinzgau, wo es Schlutzkrapfen gibt, Osttirol, Südtirol, Kärnten, das sind sehr steile Wiesen, da ist sehr geschmackvoller Käse. Deshalb nutzt er für die Füllung seiner Schlutzkrapfen Mascarpone, Büffelricotta, Parmesan und Ziegenkäse. Der Schnittlauch verleiht der Füllung ein leichtes Zwiebelaroma. Auch Spinat oder Brennnesseln eignen sich als Zutaten für die Füllung. Und wichtig ist halt natürlich, dass bei dieser Fülle, wenn die natürlich heiß wird, dass die richtig schön schlotzig wird. Die traditionelle Küche aus den abgelegenen Tälern Österreichs genoss schon Kaiserin Elisabeth. Sissi hat auf alle Fälle immer Schlutzkrapfen gekriegt, wenn sie in den Bergen war. Nach dem Jagen. Mit Hilfe einer Nudelmaschine mit verstellbaren Kupferwalzen produziert Mario lange, dünne Teigbahnen. Österreich grenzt natürlich an Italien. Ne? Österreich war mit der Habsburger-Dynastie sehr verwandt und verwickelt. Und Ravioli und Nudeln war immer schon eine meiner Leibspeisen. Mario füllt die Schlutzkrapfen mit der Käsecreme und achtet beim Verschließen darauf, Luftlöcher in den Teigtaschen zu vermeiden. Kurz auf Polenta gelegt bleiben die Nudeln trocken und kleben nicht an. Nur wenige Minuten in Salzwasser kochen, sodass sie schön saftig bleiben. Dazu gibt es braune Buttersoße auf Basis von Hühnerbrühe, knusprig frittierter Salbei und Haselnüsse geben zusätzlich Aroma. Die Schlutzkrapfen in der Soße einglasieren und mit Parmesanschaum garnieren. Sofort servieren. Oh, das ist zum Niederknien. Geil. Wie kommt die Vorspeise bei unserem Testpärchen an? Die Österreich-Fans kennen zwar noch keine Schlutzkrapfen, sie lassen sich aber trotzdem von den gefüllten Nudeln aus den Bergen begeistern. Super cremig. Ja. Und so. Total fein im Geschmack. Zergeht auf der Zunge. Mhm. So schmeckt Österreich. Das ist auch ein schönes Urlaubsland. Die Leute sind alle sehr, sehr nett da. Und das Essen ist natürlich großartig. Und jetzt endlich Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Besser geht's nicht. Dieser feine Kartoffelsalat soll unser Schnitzel begleiten. Dafür braucht Mario festkochende Kartoffeln, Senf, gehackte Essiggurke und rote Zwiebeln. Kartoffeln der Sorte Annabelle eignen sich besonders gut. Zum Kochwasser gibt der coole Familienvater Meersalz und Butter. Währenddessen hackt er die restlichen Zutaten. Die Kartoffeln gut ausdämpfen lassen und warm verarbeiten. Wenn jetzt natürlich den Kartoffel per se verkoch, dann kann der nicht viel aufnehmen. Ne? Dann kriege ich natürlich den Geschmack auch nicht hin. Die Kartoffelscheiben bekommen ihren Geschmack durch heiße Hühnerbrühe, Traubenkernöl und Champagneressig.
Dann würzt Mario mit Essiggurken, Tafelsenf, Salz, Pfeffer und Zwiebeln und lässt den Salat 2 Stunden durchziehen. Das muss ich da einmal so. Sowas muss man so probieren. Passt, lassen wir so. Und jetzt zum Weltklassiker Wiener Schnitzel. Damit es gelingt, kommt für Mario nur Hüfte bester Milchkälber, die kleine Nuss, in Frage. Das ist jetzt für mich eigentlich so das saftigste und zarteste Stück. Und da mache ich jetzt einen Schmetterlingsschnitt. Wiener Schnitzel geht vermutlich auf das italienische Piccata Milanese zurück. Mario schneidet Scheiben a 150 Gramm und packt sie in Folie. Warum Kalb? Weil Wiener Schnitzel aus Kalb gemacht ist. Ja? Also ich bin natürlich auch mit viel Schweineschnitzel groß geworden, aber wir machen es Originale. Sein Tipp zum Schnitzelklopfen? Nicht zu dünn hämmern. Ich persönlich mag es, die Zellen zu brechen. Ich nehme da den ganz traditionellen Schnitzelklopfer. Wichtig ist, dass man es nicht zerfetzt, logischerweise, auch nicht, dass eine Seite dünner ist. Die perfekte Panade ist eine Wissenschaft für sich. Mehl, pro Schnitzel ein Ei und am besten Brösel aus echten Kaisersemmeln. Gut salzen und pfeffern. Sein Tipp, das Schnitzel soll binnen 10 Minuten die Pfanne finden. Dann tue ich das immer gern ins Mehl flauschig reinlegen, leicht andrücken. Ei ist auch wichtig, nicht zu viel Ei. Das ist eigentlich schon ganz wichtig. Ein bisschen abtropfen lassen. Und dann tue ich eigentlich nur ganz leicht einen Druck machen. Zum Frittieren nimmt Mario Sonnenblumen oder Rapsöl. Wichtig, die richtige Menge Öl. Gerade so viel, dass es überschwappt. Und das Schnitzel muss eigentlich 2 Temperaturen bekommen. Das geht jetzt circa bei 130 Grad rein. Also es muss jetzt so leicht brutzeln und dann gehen wir im Zuge des Garens so auf circa 160, 170 Grad hoch. Das geht am besten mit einem Fleischthermometer. Hinein ins heiße Ölbad. Wenn es leicht brutzelt, kreisen, bis die Panade goldbraun wird. Ja, das expandiert. Also die Panade löst sich vom Fleisch. Die Feuchtigkeit des Fleisches will austreten. Durchs Schwenken hebt sich die Panade, souffliert und wird dabei leicht und knusprig. Die Butter ist natürlich für den Geschmack. Nach dem Wenden zeigt sich, dass die Panade nicht am Schnitzel klebt, sondern sich perfekt vom Fleisch abgehoben hat. So ein geiles Schnitzel gelingt mir nicht alle Tage. Das ist one of a kind. Mal schau dir das an. Das stimmt ja alles. Die Farbe, Saftigkeit. Das knusprige Megaschnitzel lässt Mario auf einem Küchenkrepp abtropfen. Dann habe ich hier gerührte Preiselbeeren. Die sind nicht gekocht, dadurch haben die einen schöneren Geschmack. Mario serviert die handtellergroße Fleischschnitte mit Kartoffelsalat, Rahmgurken, Feldsalat und frittierter Petersilie. Petersilie leicht salzen. Zwar wurde das Original statt von Preiselbeeren von Sardellen und Kapern begleitet. Wichtig aber ist vor allem die Zitrone, deren Säure das Fett schneidet und das Schnitzel noch leichter macht. Wie kommt die Hauptspeise bei unserem Testpärchen an? Guten Appetit. Oh, ja. Schmeckt der Weltklassiker, den schon Feldmarschall Radetzky genossen haben soll? Köstlich. Köstlich. Großartig. Die Panade ist so geil knusprig. Ist der Hammer. Und jetzt das i-Tüpfelchen, die Nachspeise, Apfelstrudel mit Schlag. Für diese zarte und beliebte Mehlspeise brauchen wir frische Äpfel, selbstgemachten Strudelteig und Sahne. Also Apfelstrudel ist ja eigentlich fast ein Poor-Man's Teig. Ne? Der besteht eigentlich nur aus Mehl, ein bisschen so wie beim Pizzateig. Nur ein normales Tafelöl, Salz und Wasser. Und das Öl hilft natürlich, diesen Teig elastischer zu machen. Gute 7 Minuten lang wird geknetet, um das Klebereiweiß zu aktivieren. Strudel machen ist schon eine Kunst. Was man falsch machen kann, sieht man dann später. Ne? Dass er es sehr leicht reißen kann. Es ist eine sehr filigrane Arbeit.
was leider heute überhaupt nicht mehr zelebriert wird, weil ich glaube 99% kaufen fertigen Convenience-Strudelteig. Vom zuckerfreien Teig, je Strudel 350 Gramm abwiegen, zu Rollenformen und in Kartoffelstärke wenden. Die brotteigähnliche Masse kühlstellen. Für die Füllung braucht Mario zwei Sorten Äpfel, Zitronen, in Läuterzucker eingelegte Rosinen, flüssige Butter und Rum. Ich tue halb Granny Smith und halb Gala Royale. Also der Granny Smith hat eine sehr schöne Textur, wenn er gekocht ist. Und Gala Royale eigentlich auch. Da habe ich die Säure, da habe ich die Süße. Ich mag immer gerne Frische in mein Essen drin. Der vielfach ausgezeichnete Spitzenkoch entfernt die Kerngehäuse und schneidet die Äpfel in Scheiben. Ich habe jetzt hier ein bisschen Rum. Aufpassen mit Zimt. Da habe ich ein Vanilleschotenpulver. Vanille ist immer schön. Und dann mal einen Zucker rein. Noch etwas Zitronensaft und gelbe Zitronenzeste dazugeben. Aber was unterscheidet eigentlich Österreicher und Deutsche? Dass wir mit Gefühl kochen. Ist jetzt gemein, oder? Ich glaube, die Österreicher haben es insofern nicht so einfach, weil sie eine tolle Esskultur haben. Ne? Ist natürlich viel Klischee drinnen, ist gar nicht zwingend immer so einfach. Ne? Fehlen noch die Rumrosinen. Marius Tipp, die Fülle tags zuvor machen. Passt. Der Wahlfrankfurter rollt den gekühlten Teig aus und meliert ihn mit Stärke. Über einem großen Tischtuch wird der Strudel nun handgezogen. Fahren wir ihn unten rein und du achtest halt immer so drauf, dass da, wo mehr Teig ist, dass du ihn weiterziehst. Siehst, das ist das Problem, was du nicht willst. Da ist nichts geworden. Oh, das kriegen wir hin. Der Teig ist etwas weich, doch so leicht gibt sich Super Mario nicht geschlagen. Man will eben mindestens einmal so Dreikant haben. Ne? Und was eben jetzt hier schon wichtig ist, du willst eigentlich diesen Teig ein bisschen austrocknen lassen. Dass der nicht so ineinander klebt. Da kann man jetzt zum Beispiel mit einem Föhn reinfahren, damit der ein bisschen trocknet, weil dann ist der knuspriger. Geröstete Brioche oder Semmelbrösel geben der Füllung Halt und saugen den Saft auf. Mit Butter besprenkeln, darauf kommt die Apfelrosinenfüllung. Also ein wichtiges Indiz ist, dass man eigentlich eine Zeitung durchlesen kann. Ne? Den Strudel mit Hilfe des Tuchs sorgfältig einschlagen und mit Butter bepinseln. Im Ofen wird das feine Gebäck bei 200 Grad 45 Minuten lang durchgebacken. Für mich ist eigentlich Apfelstrudel mit das beste Apfeldessert, was es gibt. Ne? Es macht Spaß zu machen. Bei uns Tradition, natürlich im Wiener Kaffeehaus. Ist ein Must-Have, auch nach dem Skifahren. Das willst du nur so reinmampfen eigentlich. Wenn der Strudel gebacken ist, sollte er 10 Minuten auskühlen. Der Bäckerenkel bestäubt ihn noch mit Puderzucker. Und am liebsten habe ich eine geschlagene Sahne dazu. Und dann ist eigentlich dieses geile Dessert schon fertig. Kann unser Testpärchen diesem Traum von einer Mehlspeise widerstehen? Schmeckt's wie im Urlaub? Das ist immer so die Entscheidung in der Berghütte. Nur Apfelstrudel oder doch irgendwie was Vernünftiges. Aber es ist halt Genuss, ja. Ist es das wirklich? Das kann man wohl sagen, dass der fein gezogen ist, weil der ist nicht so, sagen wir mal, so pappig. Sondern der zergeht richtig auf der Zunge. Das ist so richtig Hüttenfeeling, finde ich so. Ja. Ein Kern, geil, Apfelstrudel. Ja. Oh. Super lecker.